Wie gut, dass jeder weiß, was diese Artefakte alles können und wie gut, dass ich das überhaupt nicht weiß. Aber nun gut. Mehr Space Marines. Ein paar davon noch. Wir könnten eigentlich auch ein paar Panzer mitnehmen. Wir haben gerade dicke Rohstoffe hier. Man gereiche uns 2 oder 3 Panzetten. Und ja, die Mehrzahl von Panzer ist Panzette, ganz bestimmt. Nein, natürlich ist sie das nicht. Sir, ein weiterer Nidus-Wurm ist in der Nähe unserer Basis aufgetaucht. Och, geh mir doch nicht auf die Nerven. Obwohl, auf der anderen Seite können wir den getrost ignorieren, weil da kommen wir eh nicht durch. Wir können uns noch den Brutalisken mal zwischendurch holen. Mittlerweile dürften wir ja genug Mann sein. Aber erstmal hier alles bitte vorher ausladen. Hier sind alle gesund. Wo ist der Notfall? Hier ist gar niemand drin. Okay. Stimmt, stimmt, stimmt. Maschinendock, einmal hier bitte die Einheiten upgraden. Und wir haben hier doch jetzt mach doch mal eine Fliege. Boah, direkter Treffer. Wir können doch hier bestimmt irgendwo... Ah, wie hieß denn das Äquivalent zum Maschinendock für gepanzerte, wahlweise mechanische Einheiten? Ah, wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Und wir haben immer weniger Materialien. Das finde ich nicht schön. Wie hieß denn dieses Ding? Man reiche mir ein WBF. Das WBF weiß das bestimmt. Nicht der Maschinendock, sondern... Na, wo ist es denn? Das Waffenlager, natürlich. Einmal hier das Waffenlager. Dankeschön. Falls wir das nicht schon haben, aber ich glaube, nein. So, den Panzer sparen wir uns. Da sparen wir uns die Rohstoffe. Laden hier mal den ein. Einmal hier auch alles eingeladen, was man einladen kann. Und hier nochmal ein paar Einheiten eingeladen. Und natürlich hier noch. Hauptquartier, empfange Befehle. Hauptquartier empfängt Befehle, das finde ich schön. Aber vorher ein paar Schützen und ein paar Marines. Genau, nein. Noch mehr Schützen und mehr Sanitäter. So, jetzt schleichen wir jetzt... Halt, stopp, wir können doch hier bestimmt mit den Dingern... Kann man damit den Wurm angreifen? Kein Gebäude, das ist kein Gebäude. Aber ich lasse mich hier unauffällig nach drüben kommen. Geht das? Ja, gut. Oh, fuck, da drüben ist der Panzer gleich kaputt und jemand repariert den Panzer. Geh mal du nach hier drüben. So. Ich möchte gerne unauffällig nach hier drüben kommen. Geht das irgendwie? Geht das irgendwie? So, beachte uns gar nicht. Wir sind bloß zufällig hier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielleicht so ein bisschen. Okay, das ist gut. Ich kann auch hier mit Tab genau durch die Einheiten durchschalten. Einmal hier bitte alle Einheiten ausladen. Mist, jetzt schießt uns gerade die Medivex. Jetzt hat uns gerade die Medivex zerschossen. So ein Mist aber auch. Egal. Improvisieren. Wir schießen erstmal das Ding da weg und brauchen wieder Medivex. Wo ist die Medivex? Dankeschön. Mal wieder 4 Stück. Nochmal 3 Stück. Wir haben leider keine Ressourcen mehr übrig. Jungs. Der Geist hier ist erschöpft. Ihr könnt hier mal mit reparieren gehen. Du kommst mal hierher. Oh, oh. Oh, wir haben nur 5 Minuten, bis Kerrigan hier Amok läuft. Aber Kerrigan kann man auch nicht beschießen, ne? Nein, sie hat keinen Lebensbalken, das ist nicht schön. Wir werden das jetzt so machen. Obwohl, wir haben noch 5 Minuten. Wir bestürzen jetzt nichts. Das heißt, wir lassen die Marines mal hier warten. Die Forschungsschiffe auch. Haben wir so viele Schützen jetzt verloren? Ach ne, so viele Schützen haben wir ja noch stehen. Ich würde sagen... Genau, dass wir Hilfe gebrauchen könnten. Wo muss ich ausladen? Nein, ich glaube, es geht. Oh, wir sollten vielleicht doch ausladen. Können die angreifen? Nein, können die natürlich nicht. Das ist jetzt natürlich doof. Halt, stopp, Sekunde. Erstmal hier wieder ausladen. So, was soll das denn hier? Es kommt nicht mehr hervor, als welche mitten im Krieg. Warte mal, was? Kerrigan wird jetzt mir aber zunehmend ungemütlich, würde ich sagen. Wir fliegen mal unauffällig nach hier drüben. Du bleibst hier. Doch schon, wir nehmen mal 2 WBFs mit. Einmal einsteigen. Und hier, ja, das nehmen wir auch noch mit. Dankeschön. Nehmen wir auch noch was mit. Und alles, was geht, erstmal hier einladen. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Doch, ich mach mir ins Hemd. Basis wird angegriffen. Was? Was soll das? Es kann losgehen. So, den haben wir erledigt.
Jetzt wird's kriminell. Jetzt muss es halbwegs schnell gehen. Kriege ich hier noch einen Panzer rein? Nein, kriege ich hier einen Panzer rein, wenn ich eine Einheit weglasse? Sehr schön. Hätte ich den einzelnen Marine wahrscheinlich hier stehen lassen müssen. Aber gut. Muss ich nur schauen, dass wir uns hier irgendwie vorbeischleichen können. Halt, stopp! Noch nicht. Ich habe gerade gehört, da ist noch einer fertig. Aber wir haben keine Einheiten mehr zum Mitnehmen. Egal. Muss jetzt mit dieser Truppe auch funktionieren. Unauffälliger Abmarsch bitte in diese Richtung. Hier haben wir Flugabwehrgeschütze. Kommen wir noch näher ran als bis hier hin? Nein, wahrscheinlich nicht. Einmal hier bitte alles ausladen. Und das möglichst schnell. Aber wir konnten zum Glück eine große Menge an Einheiten noch ausladen. Ich glaube, wir haben sogar keinen verloren. Also kein Transportflugzeug. So, einmal hier bitte warten. Und Abmarsch nach hier drüben. Weil der hier mal bitte wartet. Und die hier auch. So, Jungs. Mal ein bisschen hier weiter nach vorne. Und die Panzer bitte in Gefechtsposition. Panzer halten durchgehend den Schussbefehl auf dieses Ding. 3000 Lebenspunkte hat das Teil und wir sind natürlich mitten in einer Zergbasis. Die Jungs laufen natürlich mitten rein, die sind natürlich ganz cool. Hiermit zur Heilungsunterstützung, Dankeschön. Ja, optischer Empfang ist auch mir völlig wurscht. Hauptsache der Empfang ist da. Egal welche Art, Hauptsache er weiß, was er machen soll. Oh oh, Kerrigan findet es anscheinend gar nicht lustig. Aber wir können es anscheinend sehr gut gegen koordinieren. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch etwas Gegner. Jetzt noch ein verdammter Wurm, der Wurm war gleich wieder weg, sehr schön. Eieiei, da kommt er direkt ins Schwitzen. Uns läuft die Zeit davon. Sie müssen sofort handeln, wenn Sie Kerrigan bei diesem Datenzentrum noch zuvorkommen wollen. Bestätigt. Das letzte Datenzentrum ist zerstört. Wir sollten umgehend evakuieren. Das klingt fast nach einer gelungenen Idee. Na dann, Doktor. Vielleicht rücken Sie mal langsam damit raus, warum die Königin der Klingen so versessen auf diese Artefakte ist. Sie fürchtet ihre Macht, so wie sie die Xel'Naga fürchtet, von denen sie erschaffen wird. Die Xel'Naga haben sowohl die Protoss wie auch die Zerg erschaffen, Commander. Sie waren die Götter ihrer Zeit. Wenigstens sind wir so rechtzeitig davongekommen. Mit entspannten 25 Minuten Missionsdauer und immerhin einer satten Belohnung von 120.000 Credits. Oder halt Dollar oder was auch immer hier die Währung ist. Nun gut. Wir haben die Protoss neutralisiert, aber eine Welle von Zerg bewegt sich auf diese Position zu. Wir müssen sofort evakuieren. Ignorieren Sie diesen Befehl. Wir verschwinden hier. Was? Sie überlassen sie ihrem Schicksal? Alle Schiffe bereit. Wir verlassen Tarsonis auf meinen Befehl. Jungs, wo bleibt ihr denn? Verdammt, Arcturus! Das können Sie nicht tun! Zu spät. Steuermann, Signal an die Flotte und bringen Sie uns aus dem Orbit. Sofort! Commander? Jim? Was zum Teufel ist da oben los? Mm-hmm.
Ich muss in letzter Zeit ziemlich oft hinter dir herräumen. Lass mich in Ruhe, Matt. Derselbe Traum? Ich sagte, lass mich in Ruhe. Was mit Kerrigan passiert ist, war nicht deine Schuld. Was genau? Dass sie verraten wurde? Oder dass sie Milliarden Menschen ermordet hat? Dieselbe alte Leier. Du willst gar nicht zuhören. Siehst du eigentlich nicht, was aus dir geworden ist? Jeder von uns wählt seinen eigenen Weg, Matt. Dann sag Bescheid, wenn du deinen gefunden hast. Wir warten auf dich. Ah ja, das ist natürlich immer sehr tragisch, wenn einen Schuldgefühle verfolgen, egal ob berechtigt oder unberechtigt. Wahlweise in diesem Fall natürlich besonders tragisch, da er ja so gut, also er in dem Fall gleich Jim, ja, perfektes Deutsch und so, ja, keinerlei Einfluss hatte auf das, was passiert. Ah ja, da hat Mengsk einmal mehr, wahlweise damals schon, ordentlich Scheiße gebaut. Aber na gut. Was ist denn wieder mit Tosh? Dieser Tychos ist ein böser, böser Junge. Er hat viel zu verbergen. Meinst du, er will uns reinlegen? Seine Missionen führen uns geradewegs zu Kerrigan. Vielleicht laufen du und Kerrigan euch immer über den Weg, weil ihr hinter derselben Sache her seid. Aber Tychos, da ist etwas, das er dir verschweigt. Ich weiß nur nicht was. Halt einfach die Augen offen. Denk immer daran, Tychos macht von nichts Halt. Er ist ein eiskalter Killer. Das finde ich sehr schön, dass es gerade der andere eiskalte Killer sagt. Aber gut, auf der anderen Seite hat er natürlich recht, die Sache mit Tychos irgendwie immer wieder, wenn es in Richtung Kerrigan oder was geht, ist er natürlich zufällig da, beziehungsweise gibt vorher die Kommandos oder die Order, geht mal in Richtung da und dahin und dann auf einmal ist Kerrigan da. Oh, so ein Zufall aber auch. Nun gut, was war das denn jetzt? Eipistel? Nehmen sie ihr Leben aufs Korn? Sehr gute Werbung. Aber gut, die Werbung bringt mich gleich wieder zu diesen Nachrichten. Hier ist Kate Lockwell für UNN. Die Königin der Klingen persönlich wurde vor kurzem auf Tyrador gesehen. Dr. Emil Narut, Leiter der berühmten Möbius Foundation, hatte ein Aufeinandertreffen mit der Alienkönigin, steht aber für einen Kommentar nicht zur Verfügung. In einer Erklärung sprach Dr. Narut Rainers Raiders den Erfolg zu, die Königin der Klingen vom Erreichen ihres Ziels. Kate, es tut mir leid, hier unterbrechen zu müssen, aber wir haben eine Einmeldung hereinbekommen. Anscheinend schalten wir zur Werbung. Zur Werbung. Bitte. Welcher Geist spukt in Ihrem Heim? Es könnte Ihr begabter Nachwuchs sein. Registrieren Sie Ihr Kind noch heute beim Psyops. Das ist das Gesetz. Das ist Ihre Pflicht. Natürlich. Mein Gesetz und meine Pflicht. Oder das Gesetz und meine Pflicht. Nein, ich werde das unkommentiert lassen. Wir schauen doch lieber mal ins Arsenal. Vielleicht gibt's hier neues Spielzeug. Ach, stimmt, natürlich, der Medivac. Da habe ich jetzt für den Moment eine Sekunde kurz ausgeblendet. Der G226 medizinischer Transporter. Sanitäter der 19. Space Marine Division haben das Medivac zunächst improvisiert, indem sie ein Landungsschiff während der Säurestürme auf Talon 7 mit Fernsteuerung ausstatteten. Diese verlängerte das Leben von Sanitätern um locker 10 Minuten. Wow. Ja, ist nicht wenig, aber ist auch nicht viel. Auf jeden Fall, Marines vertrauen der Genauigkeit eines Skalpellmessers noch immer nicht. Ebenso sind sie wenig optimistisch, was die Präzision der Autonaht anbelangt. Beide wurden von... was? Von ProScion oder wie auch immer Industries entwickelt. Den billigsten Anbieter, ja. Gut, Medizin immer in den billigsten Anbieter... nee, in die Hände des billigsten Anbieters zu legen, ist natürlich immer so eine Sache.
Maria Mutter Talassis, lustig, auf jeden Fall war eine frühe Medevac-Pilotin, die dafür gerühmt wurde, hunderte von Leben gerettet zu haben. Sie tötete aber später zwei Marines, die angeblich wiederholt darauf bestanden hatten, Medevacs als Krankenbusse zu bezeichnen. Heute, munkelt man, ist sie resozialisiert und dient glücklich und zufrieden beim Liga-Militär. Na dann, Ende gut, alles gut, oder so ähnlich. Wobei unser Ende natürlich noch etwas auf sich warten lässt. Die Arsenalkonsole, Raumschiffe, der Medivac. Schnellausladeröhre, Medivacs laden die geladenen Einheiten beinahe augenblicklich ab. Truppen über einem Schlachtfeld auszuladen ist immer eine gefährliche Angelegenheit, aber ein zu langsames Ausladen kann tödlich sein. Wie heißt dieser Anbieter schon wieder? Bellrefon oder wie auch immer, lässt dieses Problem durch die Entwicklung einer neuen Gravitationsröhre der Vergangenheit angehören, der ein nahezu sofortiges Ausladen der Fracht ermöglicht. Genau, wir erschlagen sie mit Kisten und nicht mit Marines. Nun gut, was haben wir denn noch hier als Upgrade-Möglichkeit Nummer 2, fortgeschrittene Heilungs-KI. Medivacs können zwei Ziele gleichzeitig heilen. Diese neue Heilungs-KI ermöglicht es dem Medivac, zwei Ziele gleichzeitig aufzuschalten und zu heilen, wodurch es mehr seiner Energie dafür aufwenden kann, während des Kampfes Truppen am Leben zu erhalten. Niemals wieder werden sie Niemals wieder müssen sie desillusioniert einen Haufen toter Marines betrachten müssen, über dem ein Medivac mit halber Energiereserve schwebt. Guten Tag, Sir. Alle verfügbaren Missionen sind bereit zur Durchsicht und stehen Ihnen auf der Sternenkarte zur Verfügung. Matt, ich... einfach nur danke, okay? Wir wissen ja, der Junge schmeißt den Laden, wenn wir nicht da sind, von daher sehr schön und Dankeschön. Jetzt frage ich mich nur, warum Tigers gerade wieder hier oben ist. Bin mal gespannt, was der wieder hat. Ich habe über Tyrador nachgedacht. Es gibt sicher bessere Möglichkeiten, schnelles Geld zu machen, als sich kopfüber in eine Alien-Invasion zu stürzen. Wenn es dir zu haarig wird, denk einfach ans Geld. Ich werd's versuchen, Kumpel. Ich werd's versuchen. Komisch. Der größte Kriegstreiber kriegt auf einmal kalte Finger, malweise kalte Füße. Irgendwas passt da nicht, behaupte ich. Aber gut, auf der Sternenkarte müsste jetzt noch genau... Noch sind sogar zwei neue Missionen verfügbar. Die schauen wir uns natürlich gleich mal an. Aber zunächst springen wir nochmal schnell ins Labor. Ja, jetzt gibt es ja wieder genug zu tun. Ich sehe schon. Einmal die komplette Runde. Einmal am Zerg-Tank angefangen, bitte. Dankeschön. Stedmans Logbucheintrag Nummer 2384. Die Probe versucht zu entkommen. Ich habe verschiedene neue Säuren der Nährlösung entdeckt. Mit der Zeit werden sie den Tank auflösen. Ich frage mich, ob Commander Rayner vielleicht ein paar Space Marines hier stationieren kann. Nein, er würde es zerstören wollen. Ich habe noch nicht alles herausgefunden, was es über das Ding zu lernen gibt. Durchbruch. Ich habe etwas Gewebe mit konzentrierter Sigma-Strahlung beschossen und sofort haben sich Wachstum und Bewegungsrate erheblich reduziert. Es würde eine Menge Arbeit erfordern, eine derartige Menge Strahlung sicher auf dem Schlachtfeld einsetzen zu können, aber es könnte die Mühe wert sein. Ein weiterer Durchbruch und dieser beängstigt mich ein wenig. Ich habe die DNS einiger Gehirnzellen entschlüsselt und somit tausende Jahre Evolution durchleuchtet. Ich habe den Stamm, aus dem der Overmind entstanden ist, isoliert. Damit kann ich ihn zwar nicht klonen, aber immerhin könnte ich herausfinden, wie er die Zerg kontrollieren konnte. Ja, das sieht natürlich sehr schön aus. Jetzt wird der Tank auch noch selbstständig und fällt über uns her. Eieieiei. Haben wir überhaupt eine Bio-Waffengenehmigung oder irgendwie sowas? Nun gut, erstmal Hansen, was ist denn los? Es sind zurzeit ziemlich viele Gerüchte im Umlauf. Du hast mittlerweile sicher schon so einiges über Kerrigan und mich gehört. Sind die Geschichten wahr? Dass Mengsk sie auf Tarsonis einfach den Zerg überlassen hat? Sie und noch ein paar Milliarden unschuldiger Zivilisten. Danach wussten wir, mit wem wir es wirklich zu tun hatten. Mir ist mittlerweile eigentlich schon alles egal. Es gibt nur noch eine Sache, die mich aufrechterhält. Mengsk zur Strecke zu bringen, bevor ich sterbe. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Was ist mit der Gerätschaft hier hinten? Adjutant 23-46 online. Okay, sprich, der steht da hinten und verbraucht uns seinen Strom. Alter Blecheimer. Aber gut, einmal zur Forschungskonsole, bitte. Huch. Nachricht von der Möbius Foundation. Mr. Rayner, Sie haben eindeutig die Grenze dessen erreicht, was Sie von Zerg-Bioproben zu erlernen vermögen. Wir wären sehr daran interessiert, Ihnen zukünftige sämtliche Bioproben, auf die Sie stoßen, abzukaufen, und zwar für 10.000 Credits pro Exemplar. Überprüfen Sie diese Konsole, wenn Sie weitere Bioproben finden. Der Erlös wird direkt auf Ihr Konto überwiesen. Dr. Narut. Auch sehr schön.
Auch Spitzenpreis. Ich glaube, der war Verhandlungsbasis, nachdem wir den Arsch gerettet haben. Das finde ich natürlich sehr gut. Dann haben wir hier natürlich einmal, weil wir natürlich die Leiste hier rechts voll haben, was wir gleich sehen dürften, eine Bioprobe zu viel. Und die können wir natürlich einmal für 10.000 Credits an die Foundation weiterverkaufen. Nun denn, das letzte Forschungsprojekt der Zerg. Einmal hier der Schwarm-Gedanken-Emulator. Verteidigungsanlage kann Einheiten der Zerg permanent kontrollieren. Dieser Emulator kann die Signale des nicht mehr bestehenden Zerg-Overminds nachahmen und so einzelne Zerg-Einheiten permanent kontrollieren. Da quietscht sogar mein Stuhl. Wahlweise knackt und knarzt. Jede Konversion belastet die Batterie allerdings sehr stark, sodass vor der Kontrolle eines weiteren Ziels eine lange Ladezeit nötig sein kann. Na gut, ich sag mal, das hätte halt seinen Vorteil, wenn man jetzt sagt, man übernimmt wie in diesem Video den großen Zerg und lässt die kleinen dann ja, sterben. Bei meinem Glück klicke ich aber wahrscheinlich wieder den kleinen an und der wird dann halt eiskalt von den anderen kleinen und von dem großen kaputt gemacht. Was haben wir hier? Psi-Disruptor, Verteidigungsgebäude, das alle nahen Zerg-Einheiten verlangsamt. Okay, orange Verteidigungsanlage, da wäre ich jetzt alleine nicht drauf gekommen. Verlangsamt die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit von nahen Zerg. Konstanter Effekt. Studien des Vereinigten Erddirektorats haben ergeben, dass konzentrierte Dosen von Sigma-Strahlung die Bewegung und Reaktionsgeschwindigkeit von Zerg um bis zu 50% beeinträchtigen können. Der Psi-Disruptor wurde entwickelt, um in einem großen Bereich von Stun-Sigma-Strahlung auszusenden, was ihn gegen angreifende Zerg zu einer wichtigen Verteidigungseinrichtung einer Basis macht. Rein theoretisch, als wenn wir hier diese Gedanken-Simulations-Emulations-Maschine nehmen. Wir können eine Einheit übernehmen, die gehört dann permanent uns. Auf der anderen Seite, wir könnten alle feindlichen Einheiten verlangsamen und könnten dann natürlich mit Belagerungspanzern, Raketen, Abwehrstellungen, Space Marines und so weiter und so fort natürlich Vollgas draufhauen, während die natürlich sehr langsam auf uns zukommen, beziehungsweise auch noch sehr langsam angreifen. Natürlich wird es situationsbedingt. Am liebsten würde ich beide Gerätschaften mitnehmen, aber leider müssen wir uns immer zwischen einer von beiden entscheiden. Ich würde aber trotzdem lieber diesen Disruptor nehmen, gerade wenn die Zerg in großen Mengen und Massen angreifen, dass wir dann einfach alle ausbremsen und gezielt mit Flächenbombardierung, ja, die Leute aufhalten. Würde ich jetzt mal so spontan vorschlagen. Ja, komm, was soll's, nehmen wir den. Muss ich mir das nochmal anschauen, wie die hier alle gerade so schön zerplatzen. Auf jeden Fall haben wir jetzt das hier abgeschlossen und ansonsten sind wir doch hier eigentlich so im Großen und Ganzen schon fertig. Nun gut, auf jeden Fall sind wir jetzt mit meiner selbst erstellten Liste. Ja, ich schaffe es selber eine Liste zu erstellen, ich weiß, Autogramme und Applaus bitte später. Wahlweise Autogrammwünsche. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, wir könnten doch als nächste Mission mal wieder hier uns den Kristall zu wenden. So machten wir uns auf den Weg zur verbotenen Archivwelt von Sakul. Dort erwartete uns das Triumvirat der geheimnisumrankten Bewahrer. Und in den Schatten beobachtete uns noch etwas anderes. Lauernd. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach sehr viel Spaß. Aber nun gut, an dieser Stelle würde ich aber erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Und mal schauen, dass es wieder die Aufnahme zerlegt hat, so wie die letzten 10 Male. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir in Zeratuls Erinnerungen rumgraben. Ich habe das Gefühl, da finden wir wahrscheinlich wieder irgendwas, was wir gar nicht sehen wollen. Okay, das kann man jetzt irgendwie auch falsch verstehen. Aber auf jeden Fall werden wir das beim nächsten Mal tun. Und bis dahin wünsche ich noch viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal.